Wir fangen an mit Deutschland gegen Schottland. Dazu haben wir das Lieblingsessen der deutschen Nationalmannschaft ausgesucht. Und zwar ist das ja Sucuk-Pasta. Und machen da einen guten Schuss Whisky rein, schottischen Whisky. Mein Tipp für das Spiel Deutschland gegen Schottland, 3:1. Ohne Knoblauch wäre es nicht deutsch oder türkisch. Ein guter Käse, der gut schmilzt, am besten ein Kaschasch und auch nicht zu viel. Bei der letzten EM haben wir eine Pastırmara gemacht, also eine türkisch angehauchte Carbonara mit Pastırma. Pastırma ist ja Rinderdörrfleisch, aber diesmal machen wir es mit Sucuk, des deutschen Nationalmannschaft liebstes Gericht, Sucuk-Pasta. Die machen das ein bisschen anders. Ich mache das nach unserem Style mit unserer Sucuk, denn unsere Sucuk ist ja auch hausgemacht von unserem Metzger in Düsseldorf. Und die schmeckt nochmal ganz anders als die industriell gefertigte Sucuk. Das Ganze ist wirklich ein 15-Minuten-Gericht. Parallel machen wir unsere Pfanne richtig heiß. Wir brauchen jetzt nämlich Röstaromen. Röstaromen sind das Beste. Wichtig ist jetzt, das nicht zu sehr anzurösten, sondern nur gerade so ein bisschen. Und wenn ihr das jetzt rausnehmt, versucht das Fett auch drin zu lassen. Weil das Fett, was jetzt drin bleibt, gibt uns noch Aroma für die Soße. So, jetzt ein bisschen Olivenöl rein und nicht zu heiß. Gerade bei Zwiebeln immer aufpassen, nicht zu heiß, sonst werden sie bitter. So, das reicht schon fast. Jetzt mache ich das mal hier aus und gebe jetzt noch den Rest vom Knoblauch hier rein. Mit der Resthitze ein bisschen. Jetzt machen wir das wieder an und geben ein bisschen was von dem Nudelwasser hier rein. Da ist nämlich schön Stärke drin, dann können wir das hier ablöschen. Jetzt kommen noch unsere kleinen Nuancen. Und zwar werden wir ein bisschen Granatapfelsaft reinmachen. Das gibt dem Ganzen noch ein bisschen Fruchtigkeit und Säure. Und damit wir das Ganze noch verstärken, machen wir nochmal Granatapfelsirup rein. So. Und zu guter Letzt unsere schottische Komponente, ein guter Schuss Whisky, ein halbes Teeglas Whisky. Noch mal ein Tipp, bevor ihr das jetzt fusioniert, nochmal einen Schuss Olivenöl ins Warme, weil dann ist es nicht verbrannt, sondern es ist nur warm und es schmiegt sich gleich um unsere Nudeln drumherum. Jetzt kommt noch das Ei und der Käse dazu. Oh, jetzt riecht das richtig schön nach Käse. Ihr seht, wie sich das hier richtig schön umgarnt. Es fehlt noch was. Komm schon mit. Echter Rucola, türkischer Rucola, Rocca. Jetzt noch ein bisschen Sumak. Das ist gut für die Verdauung und sieht auch toll aus. Ich wünsche euch guten Appetit. Auf viel Erfolg. Lasst es euch schmecken.